weg. Ich hab keinen Platz. Du brauchst zu viel Platz. Es ist immer dasselbe beim Einschlafen. Schon wieder dieses Schlafgedonner. Ich bin so müde. Bitte, bitte, bitte. Vor langer, langer Zeit, an die sich heute keiner mehr erinnern kann, krochen riesige Lebewesen aus matschigem Schlamm auf die trockene Erde. Und so begann das Zeitalter der Dinosaurier. Entschuldigen Sie, Meister Plattnase? Ach, was ist denn? Wenn es so lange her ist, dass sich keiner mehr erinnern kann, woher wissen Sie dann, was passiert ist? Na ja, wir wissen es einfach. Wenn's nicht so wäre, gäb's uns nicht. Tja. Ja, aber woher wissen Sie, dass die Ersten aus dem Schlamm gekrochen sind? Ich fliege. Familie vielleicht von großen Hügeln runtergekommen. In Duckys Familie sind alle Schwimmer. Vielleicht sind sie aus dem großen Wasser hergeschwommen. Wo dann Spikes Familie herkommt? Na ja, jedenfalls von ziemlich weit her, weil er immer furchtbar müde ist. Ihr Jungtiere, bitte! Ducky, war deine Herde nachts unterwegs, um Baumsterne zu pflücken? Nein. Dann versuch bitte, wach zu bleiben, ja? Oh, das ist nicht fair. Du bist auch eingeschlafen. Warum hackt ihr immer auf mir? Würdest du bitte ein wenig leiser sein? So wie Spike. Tja, wo war ich stehen geblieben? Sie erklärten gerade, wo wir herkommen. Ach ja, ja. Nun... Und ich habe gefragt, woher Sie das wissen. Und dann haben Sie gesagt... Ja, ich weiß. Vielleicht sollten wir über irgendetwas anderes sprechen. Zum Beispiel über Futter. Ich hatte in meinem Leben genügend Gelegenheit zu beobachten, auf welch verschiedene Art und Weise die Herden sich ihr Futter beschaffen. Ich meine, um an das Grünzeug zu gelangen, das hier in unserem fruchtbaren großen Tal vorhanden ist. Stachelschwänze und Dreihörner verfahren nach der Cranio-Impactus-Methode, indem sie mit dem Kopf gegen Bäume laufen, damit die Baumsterne herunterfallen. Flieger benutzen ihre Flügel, um Äste zum Wackeln zu bringen. Ich weiß, wie es die Langhälse machen. Ja, Littlefoot, das weiß ich auch. Aber ich rede gerade nicht von Langhälsen, du vorlauter Bursche. Tja, wo war ich stehen geblieben? Dreihörner, Langhälse, Stachelschwänze, ach ja, ach ja. Die wahrscheinlich häufigste Methode. Nein, nein, nein! Was ist denn jetzt schon wieder? Spike hat meine Baumsterne gefuttert. Mama hat sie mir geschenkt. Immer diese Unterbrechungen, man kann keinen klaren Gedanken fassen. Ich glaube, ich muss euch auseinandersetzen. Ducky, du gehst hierhin, Spike, du dahin. Ah, das ist ein gutes Beispiel für das, wovon ich gerade spreche. Achtet darauf, dass einige der Stachelschwänze grasen, während andere die Cranio-Impactus-Methode anwenden, von der ich gerade sprach. Diese Stachelschwänze sind Wanderer. Sie kommen während ihrer Reise hin und wieder ins große Tal, auf der Suche nach Futter. Glücklicherweise ist genügend Futter bei uns vorhanden und friedliche Besucher sind immer willkommen. Ich fahre fort. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja, bei den Hohlhörnern. Die Methode der Hohlhörner ist äußerst interessant. Manche blasen so laut durch die Hörner auf ihrem Kopf, dass die Baumsterne einfach herunterfallen. Tja, manche Bäume trennen sich leider nicht so bereitwillig von ihrem grünen Futter. Einer der unwilligsten ist dieser Baum. Der hier, genau vor mir.
Seine breiten, spitzen Blätter sind außerordentlich saftig und geschmackvoll, aber es ist oft sehr beschwerlich, an sie heranzukommen. Na, sowas auch. Es funktioniert. Ich weiß nicht, warum Meister Plattnase überhaupt mit uns redet. Er regt sich ja doch nur auf. Wen meinst du mit uns? Glaubst du wirklich, Meister Plattnase sind aufgeregt? Was würdest du machen, wenn dir jemand eine große, harte Frucht auf den Kopf plumpsen lässt? Weiß nicht. Jetzt, ich weiß. Littlefoot, los, spiel mit! Schieß den Ball rüber! Na schön. Was ist denn mit dir los? Ich weiß auch nicht. Ich fühle mich... irgendwie komisch. Komisch gut oder komisch schlecht? Komisch schlecht. Hier innen drin. Bist du vielleicht krank? Es fühlt sich an, als wäre es hier in meinem Bauch ganz heiß, heiß, heiß. Wie sprudelndes Wasser in einem Berg, der gleich Bumm macht. Das kenne ich. Du bist nicht krank. Na, dann ist gut. Aber was ist dann mit mir los? Gar nichts. Du bist nur wütend. Wütend? Ja. Wirklich? Sowas auch. Ich bin wütend. Aber auf wen denn? Weißt du das nicht? Lass mich nachdenken. Da ist er! Ja, ja, ja! Oh, nicht essen! Ich hole uns einen anderen. Jetzt ist es mir eingefallen. Ich bin wütend auf Spike. Und was mache ich jetzt? Bei mir bist du richtig. Wütend sein ist etwas, wovon wir drei Hörner eine ganze Menge verstehen.